Wir forschen, wir lehren, wir sorgen für Ihre Gesundheit. Medizinische Universität Innsbruck. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gerhard Kaufmann. Es freut mich, dass ich meine Habilitationsschrift zum Thema minimalinvasive Korrekturmethoden zur Hallux Valgus Chirurgie im Rahmen des Science Days an der Medizinischen Universität Innsbruck vorstellen darf. Hallux valgus Deformitäten, sprich die Abweichung des Großzehens zur Außenseite des Fußes, zählen zu den häufigsten Fehlstellungen des Erwachsenenfußes in unseren Breitengraden. Diese Veränderung führt zu Schuhdruckproblemen, zu Schmerzen und zu einer optischen Unschönheit des Fußes. Diesbezüglich besteht heutzutage ein hoher Behandlungswunsch seitens der Patienten. Die offenen Behandlungsmethoden der Hallux Valgus Chirurgie werden seit ca. 40 bis 50 Jahren in größerem Umfang angewandt. Allen diesen Methoden ist gemein, dass es durch die offenen Zugangswege zu einer Weichteiltraumatisierung mit entsprechenden Komplikationsmöglichkeiten oder auch erhöhter Schwellneigung nach der Operation kommen kann. Aus diesem Grund wurden minimalinvasive Behandlungsmethoden in anderen Feldern der Medizin bereits zu früheren Zeitpunkten evaluiert und etabliert. In der Hallux Valgus Chirurgie wurden bis vor wenigen Jahren praktisch alle Behandlungsmethoden nur offen angewandt. Thema meiner Arbeit war, den Stellenwert von minimalinvasiven Behandlungsmethoden der Hallux Valgus Chirurgie darzustellen und im wissenschaftlichen Kontext zu evaluieren. Grundlegend für meine Arbeit waren eine selbstentwickelte Hallux Valgus Korrekturmethode mit minimalinvasiver Technik meinerseits, mittels 4 Übersichtsarbeiten konnte ich mit dieser Methode zeigen, dass die Ergebnisse, die klinischen und radiologischen Ergebnisse der Hallux Valgus Chirurgie mit minimalinvasiver Methode den offenen Methoden gleichwertig sind, kurzzeitig, was die klinische Empfindsamkeit und Empfindlichkeit der Patienten betrifft, sogar Vorteile bestanden haben. Anhand der vorliegenden Arbeiten, die mittels minimalinvasiver Hallux Valgus Chirurgie meinerseits durchgeführt worden sind, konnte ich nachweisen, dass die minimalinvasive Hallux Valgus Korrektur in Zukunft eine der Standardtechniken sein wird. Das heißt, dass in der orthopädischen Praxis ein Paradigmenwechsel diesbezüglich stattfinden wird, dass der minimalinvasiven Hallux Valgus Korrekturmethode der Vorzug gegeben werden wird. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf mich in aller Form nochmals bei der Medizinischen Universität Innsbruck für die Zusammenarbeit und das tolle Zusammenspiel im Rahmen meiner Habilitationsschrift bedanken. Vielen Dank. Forschen, lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.